So, moin moin und guten Tag und guten Abend und guten Morgen und sowieso und überhaupt, hast du nicht gesehen. Hier, selbe Stelle, neue Welle, Trivolos Let's Play. Ja, was hat sich getan hier? Es hat sich eine Menge getan, wie immer. Das ist irgendwie auch immer so eine geile Anmoderation von mir. Es hat sich wieder was getan und zwar hatte ich mir meinen Let's Play Partner schon einmal auf die Map geladen. Ja, Problem an der Sache ist, da ich ja manchmal echt zu doof zum Leben bin, habe ich in der Aufnahme mehr Fehler gemacht als alles andere und die Aufnahme war sowas von unbrauchbar, dass wir nochmal eine neue Aufnahme machen müssen und nun gehe ich in eine kleine Notaufnahme. Dazu muss ich einmal sagen, ja, manchmal haben Menschen frei so im Leben und es ist jetzt gerade Montagmorgen, ja, 0.40 Uhr und ich muss Let's Play. Verdammt! Ja, was heißt, ich muss, also, eigentlich ist es ganz gut, dass die Welt zurückgesetzt wurde, denn, wir haben schon einmal hier, ne, durch das alte Netherportal, haben wir, schon mal, mir fällt gerade ein Moment, da haben wir mal die Höhle da besucht, also diesen Minenschacht da, wo ich ja schon mal ein bisschen ausgebaut hatte und so weiter. Und ja, was ist das Ende vom Lied gewesen? Ich bin gestorben, ich hatte alle Items verloren, also Spitzhacken und so weiter. Also ich habe auch tierisch darüber gekotzt, wenn ich das mal so sagen darf. Tja, und nun habe ich ja meine ganzen Items wieder und da bin ich auch ganz glücklich drum. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier fleißig eine Runde pennen. Und dann machen wir mal eine Kleinigkeit. Ja, also wir werden jetzt hier heute nur ein paar Kleinigkeiten machen. Und ich habe schon wieder, glaube ich, so ein paar Fehler in dem Texturenpaket. Ich glaube, ich habe schon wieder das Falsche hochgeladen oder reingeladen. Oder ich habe das schon wieder falsch verändert. Ich weiß das immer gar nicht. Ich ändere das Texturenpaket am laufenden Band. Und eigentlich sollte hier ein anderes Wasser sein. Weil ich glaube, das hier ist das Mieserwasser. Hier hätte eigentlich Herr Sommer sein müssen. Egal, ja, ich habe hier auch ein paar Fragen bekommen die letzte Zeit. Hier, ob ich mal zum Beispiel, da ist der Tag-Nacht-Schalter wieder ausgegangen. Ich habe zum Beispiel die Frage bekommen, ob ich mal meinen Minecraft-Ordner hochladen würde. Nein, das werde ich nicht, um Gottes Willen. Das ist nicht legal, das wollen die Macher rund um das Team von Notch, die, also halt, ne, Mojang und so weiter, die wollen das nicht so gerne, die haben das nicht so gerne, wenn dieser Ordner irgendwo vervielfältigt wird. Und tut mir leid, da muss ich auch Spielverderber sein, das werde ich nicht tun. Na, also den Ordner beim besten Willen, den werde ich nicht hochladen. So, wir holen uns jetzt erstmal draußen die Erfahrungspunkte. Den Enderman lassen wir Enderman sein, es sei denn, er kommt hier irgendwie doch ziemlich dicht dran an uns. Das alte Dingen hier, achso, Moment, hier muss noch, ne, so, genau, sag mal, wo konnte der eigentlich, achso, hier ist ja, ach, natürlich. So, das können wir hier wegnehmen. Nochmal danke für die Hinweise mit den Beleuchtungslevel und so weiter. Leider hat das nicht so ganz, ja, den Effekt, den ich haben wollte. Weil irgendwie, ja, wenn ich hier hinten stehen bleibe und dann hier die F3-Taste drücke, dann sieht man jetzt bei BL, da sieht man jetzt 6. Das ist der Beleuchtungslevel für Fackeln. SL, das ist das Sky-Level und RL sollte, glaube ich, der reelle Wert sein. Nun ist es leider so, dass der reelle Wert sich stellenweise gar nicht verändert. So habe ich zumindest die Erfahrung jetzt machen müssen. Ja, deswegen werde ich mir da nochmal den Lightlink-Mod, den What's My Light Level Mod, den werde ich mir nochmal runterladen. Das hat aber auch noch einen anderen Hintergrund, warum ich den gerne haben möchte. Und zwar kann ich den für meine berühmte Let's Show Welt, kann ich den noch gebrauchen. Da wird es demnächst auch nochmal ein kleines Special geben, denn ich habe tatsächlich wieder was zum Showen für euch. Nicht viel, aber ein bisschen wenigstens. Ich habe in der Welt mal wieder ein bisschen Alarm gemacht. Und ja, das will ich euch auch gar nicht vorenthalten. So. Wir fangen jetzt echt erstmal an hier und werden erstmal, was heißt fangen an, wir machen das jetzt einfach mal hier, endlich. Und werden jetzt mal das alte Dach mal abreißen. Warum? Weil wir es können. Nein, ernsthaft, warum? Weil, ja, es gehört halt auch zu meinem etwas langfristigeren Plan, das Haus umzubauen und umzugestalten. Denn, ja, ich hatte halt in einigen Kopien, hatte ich halt ein bisschen rumprobiert und ich möchte mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, bis Folge 5 oder 600
habe ich genügend Ideen zurzeit, wenn sich da nicht großartig was rund um Minecraft generell ändert, hätte ich genügend Ideen, die ich noch umsetzen möchte. So, das reißen wir jetzt auch nochmal weg. Den alten Dachfirst ist das, glaube ich, ne? Nee, Giebel. Giebel, First, ich weiß es gar nicht. Nee, First ist oben. Ach, ich habe doch keine Ahnung von sowas. Ich bin doch kein Dachdecker. So, erstmal hier. Und dann werden wir auch gleich erstmal runterflitzen, bevor die 5 Minuten um sind. Denn gerade diese Treppen, die aus den Bricks gebaut sind, gerade die werden wir noch für ein paar Verschönerungsarbeiten rund um das Haus brauchen. Ja, rund um das Haus, das ist auch noch recht interessant, weil das weiß ich noch gar nicht, wie ich das mache, schaffe, wie auch immer. Und zwar geht es um... Naja, toll. Ja, die hänge ich da wieder an. Und zwar geht es um diese Wand. Ich möchte einmal ringsrum, möchte ich so einen kleinen, netten, optischen Effekt machen. Und ja, ich weiß halt nicht, ob das jetzt ankommen würde, wenn ich jetzt hier TMI reinlade. Ich möchte ja nur auch nicht so viele Abonnenten verlieren. Wenn ich hier TMI reinlade und das dann einmal im Flugmodus mache. Na, oder ob ich mich hier halt hochbaue. Also das ist jetzt nur so eine Idee generell. Vielleicht fällt mir da noch was für ein, irgendwie eine andere Lösung oder irgendwas. Und wo kommt eigentlich diese Lag Parade her? Irgendwer, irgendwas... Nein, das nicht. Also ich gucke gerade meine Taskleiste durch, ob da irgendwas im Hintergrund an ist, was jetzt gerade diese Lags verursachen könnte. Aber ich sehe da gerade gar nichts. Was habe ich denn da an? Wow, ey. Das ist richtig mies. So, hier ist es dann auch schon wieder vorbei. Sekunde mal. Ich muss mal einmal was gucken hier. Nein, der kann aber trotzdem mal zu. Der kann mal zu... Ja, Tabs schließen, so, Tabs sind geschlossen, alles klar, wunderbar, weiter geht's. Achso, den können wir auch mal wieder ausmachen, den Kameraden hier. Ja, musste ich doch mal glatt weg, oder habe ich doch mal Firefox ausgemacht und noch so ein paar andere Programme. Jetzt habe ich noch was im Keller vergessen. Das werden wir nochmal schnell holen, ein wenig Glas. Weil beim letzten Mal war ja auch so geil, in der letzten Aufnahme, so, ich brauche noch 4 Glas, geht in den Keller, holt irgendwelchen Scheiß zusammen, aber lässt das Glas unten. Ne? Also da habe ich mir dann auch so gedacht, als ich die Folge dann gesehen habe, habe ich auch so gedacht, hallo, geht's dir noch gut? So, die 7 stecken wir da mal kurz rauf. Dann Eichenholz. Eichenholz werden wir ein bisschen was benötigen. So. Und dann ist natürlich die Frage, habe ich da unten eigentlich Birke reingehauen? Nein, habe ich nicht. Mache ich auch nicht. So. Hab da jetzt davon. Ich glaube, die Birke nehme ich da unten raus. Aber nicht jetzt. So, dann werden wir hier nochmal kurz runterflitzen in dieses zukünftige Projekt. Weil, wenn ich das Ganze auf dem Server mache, dann kann ich das, ja, mit dem Mod vergessen. Weil da gibt es keine Taste. Das habe ich nämlich mit meinem Let's Play Together Gast, habe ich das hier unten gemacht. Also sprich, habe ich hab dann ja auch erzählt halt, um was es hier unten dann im Endeffekt, was das halt wird und so. Und ja, dann wollte ich hier halt ein bisschen die Bäume einkürzen und dann, ja, April, April, tolle Wurst. Habe ich doch mal locker flockig hier so einen halben Baum abgerissen. Also diese Aufnahme, diese Together-Aufnahme, die stand einfach unter keinem guten Stern. Also so, von so her, von daher ist das eigentlich ganz gut, dass die Aufnahme nichts geworden ist. Also, da, es ist einfach so viel passiert in dieser Aufnahme, die, was einfach nur schrecklich war, von meiner Seite aus. Irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte zwischenzeitlich das Empfinden, dass ich super unkonzentriert bin und, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. War nicht gut. Aber wir werden, denke ich mal, heute oder morgen oder wie auch immer, wann auch immer... Ey, schon wieder. Da werden wir, glaube ich, nochmal eine neue Aufnahme... Na, wo stirbt er? Jetzt hat er sich doch da hinten irgendwo... Da ist das Schwein. Komm mal her, du. Da werden wir uns auf jeden Fall nochmal in eine neue Aufnahme reinwagen, weil das Together, das sollte, müsste dann ja schon kommen. Bin ich zumindest der Meinung. Ja, Together, Together, Together. Habe ich noch irgendwas wegen dem Together?
Together? Hatte ich da nicht noch irgendwas im Hinterkopf, im Hinterstübchen? Ja, wegen Together und so weiter. Also ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht irgendjemanden frage. Also bitte, ja, im Vorfelde, bitte spammt mich jetzt nicht zu, hier mit nimm mich. Nein, nein, ich habe da schon so ein paar Ideen im Hinterkopf, wen man unter anderem fragen könnte, wer da auch so, sag ich mal, die Lust zu hätte, die Zeit zu hätte, wie auch immer. Es bezieht sich dabei hauptsächlich auf Freunde und Bekannte von mir. Ich hatte mal überlegt, ein generelles Let's Play Minecraft Together zu machen. Ich weiß halt nur nicht, ob das so unbedingt ankommt. Ich meine, probieren, natürlich, natürlich. Probieren kann man immer. Na, also gar keine Frage. Nur ich weiß halt nicht, ja, ob das Ganze überhaupt klappt, sage ich mal. So, jetzt muss ich hier einmal... Warte mal, muss das hier... Das muss ja dann Holz erstmal sein, so. Nur, dass da erstmal wieder zu ist. Und dann machen wir hier auch nochmal gleich zu. So. Dann ist whoop, der noch nicht. So, dann müssen wir hier mal gucken. Okay, da kommt noch eine zweite Holzschicht drauf. Wahrscheinlich habe ich gar nicht so viel Holz. Oh, ich habe einen Sodbrennen und Aufstoßen heute. Ich habe mir gerade noch einen Mitternachtsimbiss geleistet, gegönnt, wie auch immer. Nach einem mehr oder weniger erfolgreichen Raid meiner Gilde Luna Gladius, die ja nun nicht gerade unbedingt die beste Gilde ist. Menschlich gesehen absolut die beste Gilde, aber also wir feiern, wir haben Spaß, aber Raid-technisch und Progress und so weiter, also wenn ihr da guckt, dann, ne, wundert euch bitte nicht. Es ist eine Top-Gilde so an sich, nur halt, wir sind keine progressorientierte Gilde. Denn darauf wurde ich auch schon mal angesprochen, von wegen, ob das, wie das sein kann, wenn ich wirklich so WoW spiele. Warum denn meine Charaktere alle so, naja, nicht gerade die besten sind, sag ich mal. Jetzt so im Verhältnis zu, keine Ahnung, For the Horde oder sowas. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist auch gar nicht mein Ziel, mein persönliches Ziel. Weder eine riesen Gilde zu haben, noch ist mein Ziel irgendwie hier, keine Ahnung, Best Player zu sein oder weiß ich nicht, wie ich sagen soll. So, es kann sein, dass ich jetzt ab und zu mal ein bisschen vom Sound her ein bisschen merkwürdig rüberkomme, weil ich drehe meinen Kopf immer nach links, denn ich habe in einer Kopie das Ganze mal ausprobiert, was ich jetzt mit euch auf die Schnelle hier mal machen möchte. Und ja, ich bin halt immer so ein bisschen am Hinluschern. Ich habe mir da extra einen Screenshot auf dem zweiten Rechner gezogen. Und ich muss auch ab und zu mal die Maus ein bisschen bewegen, weil ich, alter Vollidiot, habe vergessen, den Screensaver auszumachen. Ja, ja, mit der Intelligenz habe ich das in letzter Zeit nicht. So, Ausrüstung. Nö. Dekoratives. Ja. Dekoratives. So, und dann gehen wir jetzt mal nach oben. Nach hier oben. Und dann gehen wir mal kurz hier raus. Also eigentlich dürfte hier nichts mehr spawnen oder nichts mehr rumlaufen. So, dann wollen wir mal gucken. Dann haben wir hier 1, 2, 3, richtig? Das kann man so schlecht sehen. 1, und dann kommt der, warte mal. Warte mal, das ist 1, das ist 2, das ist 3. Ah, okay, hier hatte ich die Sache so gelöst. Okay, ich weiß wieder Bescheid. So, dann bauen wir hier uns mal ein bisschen hoch. Warte mal, jetzt sind wir auf der Höhe, plus 1. Und dann nochmal 1, und dann nochmal 2, und dann nochmal 3. So, das ist jetzt die maximale Höhe, die wir jetzt für die Front uns hier, ne, die wir halt anstreben, werden, tun, machen, sein, getan, am gewesen sein. Ja, wisst ihr Bescheid. So, jetzt muss ich immer um die Ecke luschern, kann ich gar nicht mehr. Ach, wie doof. Ja, okay, der hat genau die Höhe. Also müssten hier unter jetzt 1, 2, 3, ja, sind 3. Dann fangen wir hier einmal jetzt an, den Kameraden lang zu setzen. Tschüss. Ha. Ich bin aber auch manchmal ein Doofkopf. Aber das kennt ihr ja schon. So. Und dann hier nochmal ein Stück hoch. Ich glaube noch ein.
Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja. So. Dann hier nochmal wieder raus. Und dann habe ich gar kein Dirt mit, damit wir uns hier mal hochbauen könnten. Und dann da mal so ein kleines Gerüst hinsetzen können, hinklatschen können. Wie auch immer. Das muss jetzt aber auf jeden Fall irgendwie gehen. So, Dirt. Einmal 64. Ist auch mal geil. So, einmal 64. Was denn nur? Einmal oder 64? Einmal 64. Verdammt. So. Dann gehen wir wieder raus und dann mit dem alten Dreck hier hoch, da hoch, hier hoch. Ja, machen wir erstmal bis hier, das ist okay. So, und dann setzen wir die Dinger jetzt hier erstmal. Na, sauber. So, das hätten wir. Jetzt kommt der nächste Streich. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Dazu brauchen wir, werden wir benötigen, quasi diese Dinger hier. Und die müssen jetzt nur richtig angebracht werden. So, dann graben wir uns, ja, graben uns vor allem. Dann erstmal hier und dann kam der und sagt nö. Und was sagt Outer City? Outer City sagt, ist in Ordnung, kannst du weitermachen. Hervorragend. So, leider noch keine Aufnahme mit einem neuen Mikrofon. Sobald ich das neue Mikrofon habe, hier inklusive Mischpult und so weiter, werde ich auch mal, also das neue Zeug wird kommen, auf jeden Fall. Frage ist halt nur noch wann, weil so Ende des Jahres ist ja immer so, ne, hier Versicherung, da Versicherung. Ne, die ganzen Verbrecher, die wollen dann ja alle ihr Geld haben, ne? Die wollen dann ja alle mein Bestes und das ist mein Geld. So, das hätten wir dann hier jetzt soweit. Ja, sieht noch ein bisschen komisch aus, wird sich jetzt aber noch ein klein wenig verändern. Denn wir werden hier nochmal eine Kleinigkeit hinsetzen. Und zwar ein frei und dann machen wir das so. Und dann, ja, verfüllen wir das Ganze mit was? Jetzt muss ich direkt da mal reingucken, wie ich das gebaut hatte. Mal ein bisschen dichter gucken. Okay, wir verfüllen das Ganze mit. Halt, wo will ich hin? Ich habe wieder nach links geguckt. Verdammt! So, in den Keller. Keller, Keller, Keller. Dann werden wir nochmal. Ach ja, eine Sache werden wir nochmal gleich machen. Einmal Kohle. Wir brauchen einmal Kohle. So. Ausrüstung. Glücksspitzhacke. So. Dann hier einmal kurz ein bisschen Kohle langgelegt und einmal die Kohle weggebolzt. So. Ja, nun wissen wir natürlich auch schon, das ist ja dann auch ein bisschen blöd. Wir wissen nun halt schon, wo wir ein paar Erze da in der Höhle, wenn jetzt der Let's Play Gast und ich jetzt sagen, okay, wir werden das mit der Höhle machen. Wir wissen nun halt, wo ein paar Items sind. Sag mal, ist das die richtige? Ja. Wir wissen nun halt, wo ein paar Items sind und auch wo ein paar Diamanten vorkommen sind und so. Leider ist der Überraschungseffekt jetzt weg. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen und, ne? Und so weiter und so fort. Wisst ihr schon, was ich sagen will? Ja. Ist halt so. Können wir nicht mehr ändern. So, mit den 41 Fackeln gehen wir jetzt gleich erstmal weg hier nach unten. So, und zwar hier zwischen so. Nehme ich gleich mit. Ne, nehme ich nicht mit. Das kann ich beim nächsten Mal machen oder ein anderes Mal machen. So, wir gehen jetzt erstmal hier ab in den Keller. In den Keller ist auch geil. Wir waren gerade im Keller, aber macht ja nichts. So, und dann. Hey, ich laufe hier auch wieder ohne Schwert oder so rum. Hier könnte ja auch mal einer kommen. Jetzt brauchen wir die Behutsamkeitsspitzhacke.